Mario wieder von euch, für euch auf der Musikmesse unterwegs. Neben mir ist der Henrik. Hi. Hi, grüß hi. Dich. Servus. Hier bei Universal Audio. Und was habt ihr Neues hier am Stand? Ja, neu bei uns ist das Apollo Twin USB für Windows und das Satellite USB für Windows. USB 3 wohlgemerkt. Ja, im Prinzip, zum Apollo Twin USB kann man sagen, ist im Prinzip mehr oder weniger identisch mit der Mac-Variante. Nur damit die PC-Welt nicht zu kurz kommt, USB 3 eigentlich, sag mal, die Qualität des Protokolls eigentlich vergleichbar mit dem von Thunderbolt. Und deswegen halt haben wir diese beiden Geräte auf den Markt gebracht. Funktioniert mit Windows 7, Windows 8 und in Kürze auch mit Windows 10. Das Twin USB ist seit kurzem verfügbar. Satellite ebenfalls in Kürze Q2. Genaue Informationen habe ich nicht, aber einfach mal auf unserer Website uaudio.com findet man nähere Infos dann dazu. Okay, also jetzt im Sommer kommt es raus. Wie ist es liegt dann preislich? Also auch so wie die Thunderbolt-Version? Oder Müsste mehr oder weniger identisch sein eigentlich. Die genauen Preise nicht im Kopf, weil ich bin leider kein Sales-Mensch, aber müsste eigentlich im Prinzip identisch sein. Ja. Und das heißt, ich kann mich genauso, also wie bisher, darauf verlassen, dass ich da auch die Plugins, die wertigen von euch sozusagen, einbinden kann, schon direkt bei der Aufnahme? Und genau, richtig. Also das ist das trifft bei dem USB-Twin zu, weil da haben wir ja die Konsole, die im Prinzip Zero Latency hat. Das heißt, man kann die UAD-Plugins tatsächlich in Echtzeit anspielen. Und der Clou ist ja auch bei dem Twin eben, dass man hier eben die sogenannten Unison-Preamps hat. Und dazu gehöre ich auch die sogenannten Unison-Plugins, die eben halt auch das Impedanzverhalten der entsprechenden Geräte emulieren, was ja auch tatsächlich einen großen Unterschied beim Sound macht. Gerade insbesondere bei Gitarrenverstärkern, bei Tretminen und so weiter, aber auch bei Channel Strips. Das ist halt so der Clou bei dem Gerät. Und die Satellite hingegen ist dann eher so das Ding, wenn man dann noch zusätzliche Rechenpower braucht, DSP-Power beim Mixing und Mastering. Und ähnlich wie bei der Thunderbolt-Variante gibt es die dann halt in der Quad- oder in der Octo-Variante. Das heißt, Quad bedeutet 4 DSP-Chips und Octo 8. Und Octo ist man schon ziemlich gut dabei. Das Twin im Gegensatz sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Für Thunderbolt gibt es das als Solo und Duo, das heißt mit einem oder zwei DSP-Chips. Und die USB-Variante gibt es aber von vornherein nur in der Duo-Variante. Was aber eigentlich auch ganz gut ist, weil dann hat man direkt Portis Kraftpaket da zu Hause drin. Ja, sehr schön. Also Windows-User, auch für euer Studio jetzt, Universal Audio, ein echtes Thema. Schaut es euch an bei uns im Laden oder online www.session.de. Ich bedanke mich und wünsche noch eine schöne Messe. Sehr gerne, ebenso, danke.